Für die Anmeldung in der App gibt es zwei Optionen. Versicherte können sich über ihre Gesundheitskarte anmelden oder über die App ihrer jeweiligen gesetzlichen Krankenversicherung. Für die Anmeldung mit der Gesundheitskarte muss zunächst die Technik stimmen. Wichtig ist, die Gesundheitskarte und das Smartphone müssen NFC-fähig sein. NFC macht eine kontaktlose Datenübertragung zwischen Gesundheitskarte und Smartphone möglich. Ob das der Fall ist, erkennen Versicherte an zwei Stellen auf der Karte. Erstens an der Zugangsnummer. Die Zahlenkombination befindet sich im oberen rechten Teil der Gesundheitskarte, unterhalb des farbigen Aufdrucks. Ein zweiter Anhaltspunkt kann ein Wellensymbol am oberen Rand der Karte sein. Wer noch keine NFC-fähige Gesundheitskarte besitzt, kann diese bei der Krankenkasse beantragen. Genauso wie eine PIN-Nummer für die Karte. Denn ohne PIN-Nummer geht bei der Anmeldung nichts. Auch das Smartphone muss bestimmte Kriterien erfüllen. Genau wie die Gesundheitskarte muss es NFC-fähig sein. Außerdem wichtig, das Betriebssystem darf nicht älter als Android 7 bzw. iOS 14 bei iPhones sein. Voraussetzungen für die Anmeldung mit Gesundheitskarte sind also eine NFC-fähige Gesundheitskarte, eine dazugehörige PIN-Nummer, ein NFC-fähiges Smartphone mit dem richtigen Betriebssystem. Nun wird es Zeit, die kostenlose E-Rezept-App der Gematik auf dem Smartphone zu installieren. Sind alle Zutaten vorhanden, kann es losgehen. Unter der Rubrik Rezepte aktiviert ein Klick auf Aktualisieren den Anmeldeprozess. Auch über Einstellungen finden Sie zur Anmeldung. Dann startet der Prozess. Die Zugangsnummer und die PIN-Nummer werden eingegeben. Als nächstes können Versicherte entscheiden, sollen die Zugangsdaten gespeichert oder ersetzt werden. Zum Beispiel durch den eigenen Fingerabdruck oder einen Scan des Gesichts. Jetzt werden die Informationen der Gesundheitskarte an die App übertragen. Dafür muss die Karte für einige Sekunden eng an die Rückseite des Smartphones gehalten werden. Geschafft! Versicherte erhalten jetzt ganz automatisch ihre E-Rezepte in der App und können diese an Apotheken übermitteln. Wem die Anmeldung mit der Gesundheitskarte zu kompliziert ist, der kann sich auch ohne Karte in der App anmelden. Voraussetzung für diese Variante ist, dass Versicherte bereits in der App ihrer jeweiligen Krankenkasse für die elektronische Patientenakte EPA angemeldet sind. Und das geht dann so. Unter der Rubrik Rezepte aktiviert ein Klick auf Aktualisieren den Anmeldeprozess. Jetzt heißt es, die eigene Krankenkasse finden und auswählen. Doch Achtung, noch machen nicht alle Krankenkassen bei der kartenlosen Anmeldung mit. Es werden aber stetig mehr. Jetzt verbindet sich die E-Rezept-App mit der App der jeweiligen gesetzlichen Krankenversicherung. Wichtige Informationen werden automatisch ausgetauscht. Geschafft! Die E-Rezept-App ist jetzt startklar. Weitere Fragen und aktuelle Informationen finden Sie auf a-u.de/e-rezept.